Ja? Erstmal nur nicht. Das ist ja noch verdammt gefährlich, wenn der Scheiß nass ist. Ja, und sagst, wem erzählst du das? Ich glaube, ich krabbel da hoch und kletter da oben. Aber alles rum ist einfach. Ja? Gib mal weiter. Gib mal weiter. Ja, ich sehe das Licht. Ja, wenn es rot blinkt, ist aus. Na, gib mal weiter. Einmal weitergeben. Wutschig. Noch irgendwas? Soll ich auch rübergeben? Ja. Halt dich an dem Astfloh, da kannst du dich hochziehen. Hä? An dem Astheben ist immer so satt, Alter. Ich hab mich da angehoben, guck mal, da ist ein ganzer Baum dran. Ja, links rüber und dann hoch. Okay, jetzt ist Übergewicht drin. Ich kann vorhin meinen Rucksack wiegen sollen. Ja, der hat mich auch gehoben. Jo, mit der linken Hand an dem und rechts am Baum. Aber jetzt macht kein so eleganter Abgang wie auf der Drei-Burgen-Tour, gell? Geh noch links rüber, Roland. Da kann ich besser hoch. Roland, wenn wir so alt sind wie du, darfst du uns auch da drüber schicken. Ja, hab halt gern Komfort dabei. Stärkt die Muskulatur. Das ist eine Ansage, Alter. Ansage. Ja, Burg Schlosseck ist ja auch gleich da oben. Das Schlosseck. Du hast mit deinem Rucksack fast den Baum gestützt. Ich? Ja. Hat halt ein bisschen Volumen, der Rucksack. Auch nur ein bisschen. 24 Minuten. Das Licht mit dir sein. Oh, die Raucher. Waldbrandverursacher, ne? Ich verstoppel. Ah jo. Ich verstoppel das Teil in meiner Jackentasche, weil die Hose da schon nass ist. Bei der Gelegenheit, weil ich gerade einen Filter gefunden habe. Ja, Mann. Ne, wir sind gleich oben. Also der Fels ist gleich da oben. Ah, das hat er schon seit 3 Stunden. Der Fels ist gleich da oben. Ja, da oben. Einer Mann schon komplett verloren. Der andere ist aber fast der Hang runtergefallen. Elegant niedergekniet. Nur war halt leider keine Prinzessin da, für deren niedergekniet ist. Ne? Ja. Sehr elegant. Diese Stabilität zum. Aha. Nee, nicht da. Ja. Die Stabilität zum Bein hoch. Also der Mensch, Gelenk. Und mehr hier hoch. Ja, wir sind gleich da. Oh, ich hab einen Fang. Juhu! Alter. Ja? Das ist wie geil, ne? Das ist einfach, wenn du mit dem Mountainbike runterkommst, Alter. Sehr geil, das ist hammergeil. Das Stück. Ganz komisch. Ja, das Eck fällt mir voll. Da oben sind wir dann schon auf dem Plateau. Plateau. Und damit ist nicht der Grieche gemeint. Oder Römer, was das war. Wenn wir vorgelaufen werden, dass wir uns können doch schnell zudecken und dann mit Laub zugedeckt. Und dann aufspringen.
wenn er vorbei läuft. So, ihr Damen, so macht man das nicht anständig rasieren. Ich sehe überall so komische Sachen. Rücken, ein Venushügel, eine Vagina. Ich sehe nur Scheißdreck. Video ab 18. Kein Licht am Ende des Tunnels. Jetzt muss ich das Video, wenn ich es auf YouTube stelle, ab 18 deklarieren. Aber nicht. König der Welt. Kniet nieder auf meinen Stein. Haha. Du hast eben viel schöner niedergekniet. Ich ziehe in die Schlacht. Moment, ich ziehe meine Kamera. Anga! Ja, sieh ich dir, für was es sich gelohnt hat. Ich mag ihn auch gar nicht. Raucherzimmer? Ist der Aschenbecher drin, ha? Nach Friedhof. Also nach Friedhof. Au! Oh man, hier doch kein Fenster drin. Ja, kann ich auch das jetzt zumachen. Ich glaube, das Licht ist eh scheiße, die Kamera macht es aus. Ja. Hier übernachten wir heute. Wie gesagt, im Sommer ist es richtig schön, wenn es hier passt. Ich soll irgendwann was packen. Ich soll irgendwann was packen. 10 Uhr, ja, da muss ich mal los. Ich sag doch, bis 2 Uhr. Das Schlimme ist eher immer das unerwartete Rutsche. Ja, ja, ich komm hier schon, ich komm hier schon. Die scheine Herrschaft, wie sie eingepackt sind hier, ne? Also heute habe ich auch nasse Füße, bis wir unten kommen. Warum stehst du da in dem Loch? Scheiße! Ich hab's gesehen, aber ich hab's nicht gefilmt, verdammt! Wie er sich elegant sexy abgerollt hat. Also Roland, ne? Ich hab gedacht, ich war Bundeswehr, war ich halt auch was. Ja. Ich hab mir abgerollt. Alter, was ist denn die elegante Gedanke? Ja, vor allem. Das sah echt sexy aus, sehr sexy. So tief, oh, es hat zugepackt. Wenn ich einen Fall, dann falle ich so, damit es gut aussieht, ne? Das wäre richtig eklig gleich unter die Stelle. Da kommt gleich noch so richtig hässliche, rutschige Stelle. Da wird es gleich richtig eklig nochmal. Ja, die scheiß Mountainbiker, die machen alles kaputt. Kaputt machen das. Boah. Ja, hier ist es richtig eklig. Ui. Na, du machst mal Freude. Ach, wisst ihr was, komm. Leck mich am Arsch. Wow.
weiß echt nicht, wo ich da hindrehen soll. Ne? Ja, ja. Ah, aber die schlimmste Stelle überstanden. Au, ab. Ja, ja. Jetzt. Seh's. Rutschpartie. Natur! Ja, Mann. Einfach wäre ja langweilig. Oh Mann. Aber richtig abgefahren ist die Richtung, oder? Ich habe aber leider die Kamera. Das sah so geil aus. Ja, ich glaube, so wie der Tobi Gras hat, ist gleich besser. Mit der Haftung. Oh, den Boden ist schon wieder nett. Ja, immer da mit der Ronny laufen, das ist nicht der Lille. Du Mensch, wenn er rutscht, dann will ich damit da nicht lang laufen. So ist es. Hochlaufen angenehmer wie runter. Ja, ich finde es Hochlaufen finde ich angenehmer wie runter. Ja. Von der Belastung von der Bär her. Ja. Da fährst du einfach da runter, ne? Ja, da kommst du aber am falschen Eck raus. Okay. Da kommst du weiter hier im Tal raus. Und außerdem wird sie dann ein bisschen steiler noch zwischendrin. Der ist ja auch nicht vergessen. Oje, was machst du dann da unten? Der Weg ist doch da oben. Ja. Deswegen sollte man sich eigentlich einen gucken, wo man aufs Fisch festhebt. Kürzt du schon wieder ab, du Sausack? Sieht man voll seine Spur, ne, wo er abgekürzt hat. So stellenweise doch schon recht interessanter Boden. Ach, der ist schon wieder quer wieder ein. Muss da auch noch, der ist wahrscheinlich schon
wieder. Schon schon die nächste Ding wieder. Könnte wahrscheinlich direkt abholen, ne? Ah ja, theoretisch könnte er uns direkt abholen. Du Cheater, du Abkürzer, du! Oh, jetzt fängt es an mit der Bäm. Jetzt fängt es an mit der querliegenden Bäm. Serpentina! Cheater! Cheater! Ja, doch. Und der schöne Baum. Hey Aaron, was machst denn du? Alles okay? Lass mich raten. Da war ein Baum im Weg, oder? Ja, an dem schönen Baum hat sich der Aaron dummelt. Oh, gewiss, wie ich das letzte Mal da war. Ja. Jetzt geht's los. Ja. Ja, wenn die Rinde weg ist. So, das war Nummer 1. Ne, eigentlich war es Nummer 2, ne, schon. Das war jetzt Level Nummer 2. Jetzt kommt gleich Level Nummer 3. Stufe 1, easy. Stufe 2, ja, geht. Jetzt kommt die schwere Teil. Wir ruppeln gleich wieder. Okay, das hat schon mal funktioniert. Jetzt muss ich noch hier runterkommen. Sag's, hat schon mal funktioniert, jetzt muss ich noch runterkommen. Wir schreien da schon wieder! Nee, hol das Auto! Aber ich glaube, es bleibt jetzt einfach hier oben, das stick schon. Ah, ich hab's nicht gesehen, ich hab's nicht auf Kamera. Nur mal zurück, mach's noch mal. Wow. Ganz sexy, graziös wie eine Gazelle. Oder wie heißt das Ding mit dem Rüssel? Sind wir gleich im Auto. Dann heim, warm duschen. Und dann schön die warme Kuscheldecke eingepackt und. Vor allem vielleicht noch vom Döner vorbei, ein Döner geholt, vom Subway. Nicht vom Subway was geholt. Und dann erstmal die Wärme genießen. Das ist nicht mehr zu warm. Zu warm. Guck mal, wer da unten steht. Der Vorrenner, der Cheater. Die Hüfte ausgelost, aber da anstrengend doch welche runtergenommen. Oh, anstrengend, du bist auf dem Arsch da runtergerutscht. Wie beim Schlittenfahren. Beim Schlittenfahren ist anstrengend, ich bin ja nicht auf dem Arsch runter, oder? Nein! Drei nee, Stück. Nicht ganz, nicht ganz. Alter. Alter, aber die Oberschenkel sind dreckig.